Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Wir probieren. Heute mit einem netten Sortiment von Mask Energy. Zur Verfügung gestellt von Matador, beziehungsweise eben der Firma, die Mask herstellt. Genau. Vielen Dank dafür. Wir haben das Ganze dezent zugeschickt in der kleinen Packung. Das sehr ist solide. Nice. Das ist, denke ich mal, so eine Giveaway-Sample-Packung. Die sieht sehr, sehr nice aus mit diesen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn, diesen... Ein Tragegriff. Nein. Ich meine diesen Effekt, dass das so diese Regenbogenfarben... Perlglanz. Echt? Ja. Heißt das so? Ich denke schon. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und dazu noch als Giveaway dann dazu die komplette Mars-Broschüre, wo dann auch noch schön jeder weitere Energy Drink noch zusätzlich dann erklärt wird. Und mit kleiner Zusatzbeschreibung. Mask is Party, Mask is Exotic, Mask is Satisfaction, Passion, Summer, Energy, whatever. Sehr gut, fangen wir an. Mit Nummer 1. Ja, den ganz normal. Einfach von links nach rechts durch, Mask, Energy Drink, normal. Genau. Erhöhter Koffeingehalt, 32, das Übliche. Mask ist ja übrigens der einzige, der so mir bekannt ist, der seinen normalen Energy Drink sowohl einmal mit Pfand, also ohne Molke, und ohne Pfand, also mit Molke, raushaut. Nett ist natürlich noch auf der Seite vorne drauf, wenn man nochmal ins Design zurückgeht. Oben natürlich Mask geschrieben, normal. Da unten ist diese lustige Maske, also dieser mit so einem ähnlichen Kabel. Der maskierte Mann mit diesem Hut und so weiter. Der erinnert mich total an Mr. Dark von den Rayman-Spielen, also von den ursprünglichen Sidescroller 2D-Spielen, wenn man das noch kennen sollte. Ja, doch. Gut. Aber letztendlich ist das Design eigentlich immer das gleiche, die Farbe ändert sich. Ja, die Farbe ändert sich und mit dem mit Alkohol ist so halb noch mit drin. Ja, ja. Bin ich jetzt echt gespannt, weil jetzt können wir halt direkt vergleichen, Molke normal gegen Nicht-Molke. Gegen Nicht-Molke, ja. Wie riecht er denn? Wahrscheinlich wieder... Red Bull-Klon. Ja. Klassischer Red Bull-Klon. Also man muss separieren. Also es gibt den Gummibärchen-Tod, es gibt... Sachen, die mit Frucht punchen und was Eigenes machen, und es gibt Red Bull-Klon. Ja. Das ist so, wenn man die drei Großkategorien probiert. Sagen wir mal so, man kann Red Bull schlecht kopieren und man kann einen Energy Drink machen, der halt einfach als Energy Drink natürlich in die Red Bull-Richtung geht. Ja. Ja, und ich meine, sagen wir mal so, gerade wenn man natürlich eine Palette auf den Markt setzt, dann ist man quasi als Firma einfach auch gezwungen, so einen der normal schmeckt. Normal nach Red Bull schmeckt. Ja. Also zumindest riecht er jetzt, ob er so schmeckt, wissen wir noch gar nicht. Schauen wir mal. Ja. Würde ich jetzt, also... Er geht in die Richtung, aber er probiert es nicht auf Krampf, sagen wir mal so. Also, sagen wir so, es ist jetzt weder der 1:1 Red Bull-Klo noch der Gummibärchen-Tod. Er ist irgendwo genau in der Mitte. Er ist so ziemlich in der Mitte. Aber recht sanft. Also es ist nicht diese übelste Kohlensäure. Nee. Im Prickel schafft er aber gar nicht. Nicht mal in Ansätzen. Nee, nicht mal im Ansatz. Aber welcher war das? Der K1X, der hatte ja in Ansätzen wenigstens ein bisschen den Prickel. Aber der hier gar nicht. Finde ich aber angenehm. Also das ist jetzt ein Energy Drink, ist trotzdem gut. Der eben mit weniger Kohlensäure mal reinkommt. Finde ich auch okay. Auf jeden Fall. Kann man gut trinken. Und ich glaube, die sind auch vor allem recht kostengünstig. Also wenn ich mich richtig erinnere... Ich glaube, die Pfandfreien sind so bei 70 Cent, 80 Cent, sowas. Das heißt, mit Pfand bist du locker unterm Euro auf jeden Fall. Und das ist okay. Ja, also wobei, also ich glaube, also manche kosten auch knapp 1 Euro, je nachdem, wo man es natürlich kauft. Natürlich. Die Wodka waren teurer, die kosten, glaube ich, 1,50, 1,60. Gut, weiter zum nächsten. Ja, jetzt probieren wir direkt mal den Pfandfreien. Und genau das, ja, gleiche, das, genau das gleiche steht eben dann oben drauf. Pfandfrei. Sehr schön. Klingt auch gleich, wenn man die Dose aufmacht. Das muss man ja natürlich dazu sagen. Riecht nicht so stark, aber gut, das hatten wir ja bisher häufiger. Also nicht immer, aber häufiger. Aber immer öfter. dass die Molke etwas sanfter kommt. Da muss ich ganz klar sagen, es schmeckt ähnlich, aber nicht gleich. Also man merkt, es ist anders. Ich finde, der kommt im Vergleich zu dem saurer am Ende. Ja. Säuerlicher. Genau, lass mich ihn auch nochmal gegentrinken. Und er kommt aber, also so am Anfang sanfter. Man merkt so diese leichte Molkenote, merkt man. Aber im Abgang ist der sanfter. Aber im Abgang ist der wesentlich lustigerweise sanfter. Also normalerweise, diese Molke Energy Drinks, die ich so kenne, sind durchgängig sanft. Mhm. Durchgängig. Merkst du voll, dass da Molke mit drin ist. Ja. Aber bei denen hier ist es jetzt nicht so krass. Du merkst es schon. Aber im Endeffekt von diesem Weichen
haben sie beide was. Ja. Also wenn du ihn mischen würdest, hättest du durchgängig weichen wahrscheinlich. Oder durchgängig oder durchgängig eklig. Ja. Ansonsten, ja, geschmacklich eben beide Richtung Red Bull gehend. Nicht ganz. Ja. Aber so also das, was man als normalen Energy Drink bezeichnen würde. Ich glaube, lustigerweise fühlt er sich merkt man da die Kohlensäure mehr. Ja. Bei dem? Ja. Ja. Der Pfandfreie merkt man auch die Kohlensäure noch mehr. Gut, soviel zum ersten Vergleich, Pfand und Nicht-Pfand. Gehen wir weiter. Machen wir doch direkt weiter mit Energy Fruit. Mask Fruit. Mask Energy Fruit, ja. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, 32 Milligramm. Finde ich lustig, dass 32 Milligramm bei denen mit Pfand oben steht und bei den Pfandfreien steht es unten, weil oben Pfandfrei steht. Und vor allem im Vergleich zwischen Pfand und Pfandfrei, bei dem Pfand steht unten noch Wanted. Das fehlt bei dem Pfandfreien komplett. Aber nur bei dem auch. Bei dem ist es umgekehrt. Bei dem ist mit dem, ohne, sag mal. Bei dem ist umgekehrt. Ah, nee, das ist, wenn du die Dinger drehst. Echt? Oder? Nein. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Weil der hier ist auch pfandfrei und bei dem steht auch Wanted. Und der, seltsam. Ist lustig, ja egal. Ja, wurscht. Also Mask Fruit in Gelb, hat er noch irgendwelche lustigen Zusatzstoffe drin. Traubensaft, Orangensaft. Mach auf. Mangosaft, Maracuja, da sind einige Säfte drin. Also im Vergleich zu anderen Frutgedönsen, die so tun, als wäre Frucht und es ist da nichts drin. Mhm. Wir hatten übrigens den klassischen Doppelrübser schon lange nicht mehr. Bom. tropische Hölle. Erinnert so ein wenig an den orangenen Rockstar. Ja. Oder an diese typischen Fruchtsäfte aus Niederolm. Ja, so Kombi-Multivitaminsäfte. Irgendwie so was. Gedöns. Brausetablette Multivitamin. Mhm. Kippst du mal rein. Give it a try. Das ist jetzt der mit Pfand, genau. Also der mit ohne Molke. Ja, das ist der ohne Molke. Genau. Und der schmeckt durchaus nach so Orange, Mango, eher sogar noch Mango und Mango ein bisschen Mandarine. Am Ende, ja. Also so, aber generell in die orangene Richtung. In die Orange-Mango. Ja, Orange. Vor allem Mango, finde ich. Gell? Vielleicht ein bisschen Passionsfrucht noch. Ein bisschen. Aber ansonsten, ja. Also ich finde ihn nicht schlecht. Also da hatten wir, weiß Gott, schon Schlimmeres. Also von den günstigen Energies. Das ja. Der hat vor allem keinen ekligen Nachgeschmack. Weil viele von den günstigen Fruit-Mixes, die sind zwar am Anfang recht fruchtig, gehen dann aber so ins Künstliche, dass es eklig wird. Ja, das stimmt. Der Nachgeschmack macht es häufig kaputt. Das bleibt wirklich fruchtig. Steht da was drauf vom Fruchtgehalt? Ja, also 9%, da war, 9% genau, Traube. Hauptsächlich Traube, dann kam Orange, dann kam Maracuja und dann kam noch irgendwelche in Auszügen von 0,00. War es auch immer Scheißdreck, also viel zu wenig, um dann auch irgendwie eigentlich das wirklich zu schmecken. Mhm. Aber bleibt aber am ehesten. Also es ist nicht schlecht. Orange-Mango ist jetzt natürlich jetzt nicht so besonders, aber er ist gut. Also auf jeden Fall gut. Also den kann man auf jeden Fall auch trinken. Und vor allem Preis-Leistung stimmt bei dem auf also jeden Fall. Also wie gesagt, mich erinnert es am ehesten an den orangenen Rockstar. Nur muss man sich vorstellen, weniger Kohlensäure und viel, viel weniger süß. Richtig. Viel weniger süß. Aber dagegen gut, ich mein, am besten gleich direkt wieder direkt den Pfandfreien. Sieht genau gleich aus, wo das Pfandfrei draufsteht. Stopp, Inhaltsstoffe. Abgesehen von eben dem als Wanted, erstes kommt da eben Molkenerzeugnis und die Säfte sind genau gleich noch drin. Wupp. Wupp, wupp. Riecht voll. Da hatten wir ihn. Dom, dom. Riecht wesentlich schwächer. Was, bei denen war es doch genauso. Genau. Ja. Der Molke riecht wesentlich schwächer als das Haupterzeugnis. Mhm. Man merkt aber am Doppelwürzer, es ist schon, also sagen wir mal so, gut, wir trinken jetzt natürlich auch einiges, aber es ist schon trotzdem recht kohlensäurelastig. Kohlensäurelastig. Da darf man sich jetzt nichts scheißen. Es ist fast gleich, es ist etwas sanfter. Etwas sanfter, aber auch im Abgang wieder etwas saurer. Fand ich jetzt nicht, aber ich fand die waren ja gut durch das Zitrus, beziehungsweise durch die Orange. Der kommt definitiv auch wieder sauer. Okay, dann lassen wir mal den vorher. Ja, ja. Auf jeden Fall. Süß, Orange, Mango. Genau. Nichts
danach. Und bei dem kommt danach. Okay. Sanft, süß. Nee, der steigt auch gleich säuerlicher ein. Ja, ja, aber am Ende kommt er nochmal durch. Der steigt wesentlich säuerlicher ein. Der schmeckt mehr nach Orange statt Mango, würde ich sagen. Beziehungsweise mehr nach Mandarin. Also er schmeckt säuerlicher durch das. Und dadurch, dass er säuerlicher schmeckt, schmeckt er nicht so süß. Was ist süß, die Mango? Ja, das wird dann eben etwas reduziert. Sind aber jetzt beide nicht so verschieden, finde ich. Nee, also der Hauptgeschmack ist schon, das sind Nuancen, das sind Kleinigkeiten. Ja. Aber ich würde trotzdem, würde ich ganz klar sagen, würde ich den hier vorziehen, den ohne Molke. Ich auch. Also die Säure macht es für mich ein bisschen kaputt. Du magst ja eigentlich sauer, deswegen bin ich jetzt eher erstaunt, weil ich bin ja eigentlich eher der Süße von uns beiden. Aber für mich ganz klar. Ja gut, aber ja, wenn ich was Saures will, dann will ich es richtig sauer haben. Okay, stimmt auch wieder. Gut, was haben wir als nächstes? Och, ja, jetzt kommt der Mask Coffee, beziehungsweise unten steht Energy Coffee. Coffee, logisch. Hatten wir schon mal? Nee, wir hatten noch keinen, oder? Coffee Energy Drink in der Form hatten wir noch nie. Noch nie. 32 Milligramm. Bin gespannt. Lass mich raten, er riecht nach Salz. Ah, Alter, riecht das nach Kaffee. Hui, so übertrieben nach Kaffee, gell? Ja, wie so ein Kaffee-Bonbon. Genau, das trifft eigentlich perfekt. Es schmeckt. Riecht. Es riecht so stark, dass es schon schmeckt. Ja, ohne Scheiß. Boah. Voilà die Altfee. So intensiv vom Kaffeegeschmack her? Es. Das ist nicht Kaffee. Wollte auch gerade sagen. So das intensiv ist nicht Kaffee. Man nimmt es im Mund und der erste Eindruck ist eigentlich gar nicht mal Milch, Kaffee, sondern einfach Milch. Ja, Milch. Dann Milchkaffee, dann vielleicht so ein bisschen Richtung einem dünnen Kaffeelikör. Weißt du, so 51% Vollmilch. Ja, gut, dann weißt du Bescheid, ne? Na? Der ist dann opfernfrei, ja. Kaffeeextrakt. Wobei, Kaffeeextrakt, was wurde denn aus dem Kaffee extrahiert? Wird nicht gesagt. Die Bohne. nur unten, die haben den Kaffee ausgedrückt und den Bodensatz reingeworfen. Nee, da wurde das Wasser extrahiert. Oder so. Ja, also es ist eine dünne Milchkaffeeplorre. Die im Endeffekt dann zum Schluss ein bisschen nach Kaffee schmeckt. Von dem Energy merkt man nicht viel. Nee, es ist auch kein Energy. Gar nichts. Ich glaube, es ist auch kein Taurin drin. Doch? Doch. Nein? Nee, es ist kein Taurin drin. Ah, nee, doch nicht. Es ist nur Koffein drin. Von daher, sagen wir mal so, also für einen Milchkaffee ist es eigentlich gut. Ja, es ist ein dünner, hier, da gibt es ja diese Nescafé Express Gedöns und so weiter. Ja. Oder so ein Mr. Brown. So wie der, nur dünn. Ja, aber also... Es gibt ja verschiedene Kaffeegeschmäcker oder also vom Trinker her an sich. Und ja, wenn ich sowas als Kaffee kaufe, dann erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Ich persönlich jetzt. Ja, du. Also ich finde es okay. Also es ist eher mild gehalten, aber dafür eben die volle Dosis Koffein drin. Auf jeden Fall. Und muss man wissen, ob man das jetzt geschmacklich. Richtig. Also müsste man ausprobieren. Also der Kaffeegeschmack kommt nicht intensiv erst da. Aber es ist sehr milchlastig. Er ist nicht vorlastig, aber er ist schon irgendwo da. Aber er ist nicht schlecht. Also, ja, ist nicht schlecht. Ich hätte jetzt mehr erwartet, aber er ist immer noch okay. Was haben wir als nächstes? Mask Cola. Energy Cola. Energy Cola. Du und deine Energy Cola. Ja, es steht drauf, Energy Cola. Und inhaltmäßig? Inhaltmäßig, jetzt sehen wir auch, ob Taurin drin ist. Ja, ist Taurin drin. Da ist Taurin noch mit drin, okay. Gut, dann. Also nicht zu erwarten, dass es so in die Richtung Volt-Cola geht oder sowas, wo ja kein Taurin ist. Ja, wahrscheinlich dann so Richtung Rockstar. Mhm. Riecht aber ähnlich jetzt wie Volt. Ja, das riecht voll nach Volt. Und? Schmeckt auch wie Volt. Nicht so krass Nein. Cola, aber ich finde, es schmeckt schon. Es in die Richtung. Ist wesentlich wässriger als Volt. Also ich finde, also es ist... Eine Volt ist halt süßer. Eine Volt ist wesentlich kräftiger. Also das ist für mich... Eine dünne Volt. Ja, aber zu dünn. Also es ist zu wässrig und vor allem zu viel Kohlensäure. Vielleicht nimmt aber auch die Kohlensäure einfach zu viel Geschmack weg. Das kann sein. Das hier, also... Ich würde das gar nicht mal als Cola bezeichnen. Das ist eine Cola-Schorle. Ja, stimmt, das trifft es ganz gut. Du nimmst eine Volt und haust noch einen Sprudel drauf. Ja, und dann hast du den.
plus Kohlensäure nochmal extra drauf. Ja, nimm mal einen ganz kleinen Schluck, dann merkst du nämlich von dem Cola-Geschmack nämlich gar nichts. Du merkst eigentlich nur, dass es blubbert im Mund. Prickelt und blubbert und süß. Ja, aber Cola-Geschmack kommt da nicht durch. Also sagen wir mal, dafür, dass Cola draufsteht, ist es zu wenig Cola. Viel zu wenig. Also die anderen waren jetzt alle, gut, beim Kaffee muss man selber wissen. Kaffee war auch geschmacklich wenig, aber es ist nicht so, dass ich enttäuscht war davon. Aber ja. Die Cola enttäuscht mich jetzt schon ein bisschen. Also die ist schon zu dünn. Die anderen sind gut, also die Cola, da bin ich jetzt echt enttäuscht. Aber gut, ich meine, uns muss ja nicht alles schmecken. Also natürlich, kann es auch nicht. ja, machen wir weiter mit Wodka Energy. Wodka Energy, fertig vorgemischt, das ist ja gerade so Tradition, das macht ja irgendwie jeder, der ganze Jim Beam Cola, Jackie Cola, Bacardi Ritzeratze fertig gemischt, kommen sie alle raus und die ziehen da mit. Ich finde es nur immer noch lustig, auf den meisten Energy Drinks steht drauf, nicht mit Alkohol mischen und wir hauen es rein. Vor allem 10 Volumenprozent. Geil wäre jetzt, wenn auf denen steht, nicht mit Alkohol mischen. 10 Volumenprozent, also normaler Wodka hat so um die 40. Sprich, nach Adam Riesling ist ein Viertel Wodka drin. Das ist schon eine gute Mischung. Eine gesunde, böse Goldie Mischung, genau. bin gespannt. Schauen wir mal, ob auch die vorgemischte Mischung auch gut ist, was sie uns da präsentieren. Und vor allem, ob sie einen gescheiten Wodka benutzen, weil das ist, finde ich, sehr wichtig. Davor habe ich Angst eigentlich. Dass, ja, ich auch. Weil für 1,50 oder 1,60 die Dose, da noch einen guten Wodka zu benutzen. Ist schwer. Es ist möglich. Aber ja, möglich ist es mit Sicherheit. Du riechst ganz minimal einen Alkohol raus. Minimal, ja. Echt? Riechst du den so alt? Also ich hab den Moment. Also ich finde, wenn du eine tiefe Nase nimmst, riechst du sofort Moment. Den Wodka raus. Ja, du riechst ihn raus, aber ich finde ihn nicht penetrant. Nee, aber du riechst ihn schon gut raus. Ja, nee, ich wollte sagen, nicht penetrant. Nö, das nicht. Das wollte ich sagen. Der Gesichtsausdruck sagt schon mal alles. Oh, scheiße. Jungs! Das ist nicht euer Ernst, oder? Oh. Alter! Ich krieg auch nicht, da hält sich die Nackenhörchen auf. Jungs, ihr habt da so einen billigen Wodka reingeklatscht. Das ist die pure Fuselsäure. Das Zeug ist echt eklig. Also, ich zähle mich jetzt nicht zu den Wodka-Trinkern. Nee. Aber der. Aber trotzdem auch wenn weiß wenig Wodka. Ne, aber das fuselt. Oh, gib mal her, wo es mich gerade so schüttelt. Boah. Vor allem, ich merke auch gleich, wie der in die Birne steigt und heizt. Wie der hier unten heizt und oben in die Birne. Das ist, Leute, also eure Energy Drinks sind nicht schlecht. Die sind echt gut, die kann man trinken. Die sind kann man, super. Vor allem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Voll gut. Aber da bitte einen besseren Wodka reinhauen oder das Mischungsverhältnis ändern. Also, nee, einen besseren Wodka. Ja, also definitiv einen besseren oder Wodka. Weder. Oder beides. Weil bei dem, selbst wenn du da weniger reinmachst, wirst du ihn immer noch merken, so krass wie der fuselt. Ey, so einen billigen Scheiß kriegst du nur beim Fürst Urinov oder der gute Achmatow oder so einen Scheiß. Weißt du noch, früher waren grauenhaft. Einen haben wir noch, der wird bestimmt besser sein, der wird bestimmt besser sein. komm, mach auf. Mars Vodka Fruit. Also quasi jetzt diese Variante. Das ist dann Vodka. Das Pendant zu dem da logischerweise mit normalem Energy und das ist dann das Pendant zu dem Fruit Mix Gedöns. Aber da riecht man den jetzt nicht so krass raus. Nee, da riecht man eigentlich gar nicht die raus. Frucht ist da so vordergründig, dass du den Wodka nicht mehr merkst. Bitte lass ihn mich auch nicht rausschmecken. Ah, Gott hasst mich. Ah. Jesus hasst uns alle gleich. Manche gleicher als die anderen. Mhm. Scheiße, da fuselt er ja noch mehr. Da fuselt noch mehr. Alter! Nee, ein ganz großes Nein! Fail, aber Alter. Epic. Alter! Also im Prinzip geht die Reihe genau, hier fängt es schlecht an und wird nach da immer besser. Das stimmt, genau. Das stimmt. Wir haben es einfach drauf und also wirklich, ja, in der Reihenfolge, also, wenn ihr also mal die alle seht. Von den Wodka-Sachen, die Finger lassen. Gar die nicht, Cola, das ist ein großes X, nein. Die Colas mal probieren. Also je nachdem, wenn man... Wenn man eine dünne, wässrige Cola trinkt, wer will das nicht? Ja gut, weißt du, du kannst ja nicht von unserem Geschmack immer ausgehen. Wer will eine dünne Cola trinken? Weiß ich nicht. Genau, niemand. So, nee, also für Kaffee nicht Liebhaber kann man den Kaffee trinken, weil der schmeckt fast nicht nach Kaffee. Ja.
die beiden Frucht sind okay, die sind jetzt nicht so süß wie der Rockstar. Und die beiden sind dafür, dass es ein normaler Energy Drink ist, auch gut. Sehr gut. Wenn man sie untereinander unterscheiden möchte, weich sind sie beide, nur der ist, also der pfandfreie Pondor, dazu auch etwas säuerlicher eben, aber die sind an für sich auf jeden Fall gut und kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir tun es auf jeden Fall. Ja, trotzdem, also bitte, bitte nehmt da einen besseren Wodka oder nix, also ihr da von Matador, was, gell? Matador. An euch jetzt speziell. Tut mal 1 Euro mehr investieren. Pro Dose, nein, pro Liter. Und nehmt einen gescheiten Wodka, bitte. Dann kann man das auch vorgemischt kaufen, weil sonst nimmt euch das keiner ab. Sorry. Dann ja. Nehme ich mir den da, kauf mir einen gescheiten Wodka und mach's mir selbst. Besser kriegst du es eh nicht. Genau, selbst machen ist immer besser. So sieht's aus. Mit diesem glorreichen Wodka. Auch wenn es uns nicht geschmeckt hat, trotzdem vielen, vielen Dank. Ja, also, trotzdem danke schön. Alles andere ist ja zum großartig. Und auch danke nochmal für die tolle Box hier so ein bisschen, ne? Und so. Ja, hier findet ihr die Adresse. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mahlzeit.